20. Kommandeurtagung der Bundeswehr hatte sich Schröder zuvor gegen eine reine Berufsarmee ausgesprochen. Ebenso wie Verteidigungsminister Scharping machte er vor den rund 650 Offizieren klar, dass die Bundesregierung an der Wehrpflicht festhalten will. Schröder kündigte an, dies im Wahlprogramm der SPD zu verankern. Zunächst solle jedoch die für Mittwoch vorgesehene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abgewartet werden. Die Augen der Bundeswehrkommandeure waren heute alle auf ihn gerichtet. Und Rudolf Scharping tat, was von ihm erwartet wurde. Vehement warnte er vor einer Abschaffung der Wehrpflicht. Die Bundeswehr bekäme erhebliche Nachwuchsprobleme, so der Minister. Ohne Werbung durch den Wehrdienst werde kaum einer Berufssoldat werden wollen. Und so viel Geld, wie wir dann für Attraktivität zusätzlich ausgeben müssten, können wir an anderer Stelle gar nicht einsparen. Das Beispiel unserer Nachbarn beweist das. Auch von der Union heute klare Worte. Eine Veränderung der Bundeswehr wird es mit ihr nicht geben. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, um das vielleicht nochmal zu sagen, an der Erhaltung der Wehrpflicht. Es gab breite Zustimmung zu der Tatsache, dass wir an dem Umfang der Bundeswehr und an der Dauer der Wehrpflicht jetzt nichts verändern sollten. Dezidiert anderer Meinung die FDP. Sie sieht die Wehrgerechtigkeit nicht mehr gegeben und will die Wehrpflicht zum Wahlkampfthema machen. Wir haben heute im Präsidium und im Bundesvorstand beschlossen, dass wir eine Unterschriftenaktion starten werden im Frühsommer zur Abschaffung, zur Aussetzung der Wehrpflicht. Wir wollen, dass aus der wehrpflichtigen Armee eine freiwilligen Armee wird. Und der Kanzler? Der versuchte in Hannover heute ein wenig vom Thema Wehrpflicht abzulenken. Ziemlich überraschend sprach er sich für ein Entsendegesetz aus, das der Regierung Auslandseinsätze der Bundeswehr ohne Parlamentsbeschluss ermöglichen würde. Zumindest die Kommandeure waren zufrieden.